Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? Es ist Zeit der Olympischen Winterspiele in Sotschi in Russland. Und da habe ich mir gedacht, bei Buschi TV widmen wir uns diesem Thema mal von einer ganz anderen Seite, aus einer ganz anderen Richtung. Und das wird schon klar, wenn ich meine Gäste vorstelle. Da werden die einen oder anderen von euch erstmal sagen, was hat denn das mit Winterspielen zu tun? Klären wir alles auf. Gemeinsam mit Martin Weddemann. Hallo, grüß dich, Martin. Und jetzt wird's abstrus, was Wintersport betrifft, bin ich mir relativ sicher. Vom FC Augsburg, Riesensaison spielen die Jungs momentan. Jan-Ingvar Karlsen-Bracker. Jan, grüß dich. Hallo, servus. So, es gibt ein Projekt, um das Ganze direkt mal von Anfang an aufzurollen, Martin. Das hast du mit ins Leben gerufen, kann man durchaus so sagen, oder federführend ins Leben gerufen. Focus on Sochi. Erklär mal, wenn du es schaffst, kurz und bündig, worum es dabei geht und wie man auf so eine Idee kommt. Also kurz und bündig, Focus on Sochi, der Name kommt daher, ich habe noch einen Partner, wir sind Sportwissenschaftler und trainieren Topathleten. Und da haben wir uns gedacht, wir heißen da Focus on Performance, Olympia, es ist Zeit. Und wir hatten damals immer das Ziel, die verschiedenen Sportarten, die wir trainieren, einfach mehr oder weniger mal zusammenzubringen. Es war ursprünglich geplant, Grillen am Rhein. Ja, und dann haben wir uns aber gedacht. Ähnlich, ja. Ist ja ähnlich wie Winterolympia. Genau, ähnlich, genau. Und da dachten wir auch, jetzt ist ja mal die Zeit gekommen. Vielleicht haben wir da die Möglichkeiten, wenn Leute wie Jan-Ingvar oder Per Mertesacker da mitmachen oder auch hier unsere Extremsportler Amir Kabani, Bene Meyer, dass mal gerade so Sportarten wie Skeleton, Frank Rommel, Marion Thiel so ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommen. Das war eigentlich so die Intention dahinter und vor allem, dass die Sportler sich untereinander austauschen können. Also auch so im Hinterkopf, da kommt nämlich dann auch Jan gleich ins Spiel. Fußball kennt jeder, Fußball genau. Guckt jeder, die stehen jedes Wochenende, wenn die Saison läuft, im Mittelpunkt, aber ein Skeletoni, ein Rodler, ein Bobfahrer, ein Slopestyler, einmal im Jahr oder wenn es dumm läuft, einmal alle 4 Jahre, nämlich bei Olympischen genau. Spielen. Das heißt, die auch wirklich Focus on Sochi ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, denen auch Chancen zu eröffnen? Das war auf jeden Fall das Ziel, weil wir haben halt im Training gesehen, wie hart die für ihren Traum arbeiten. Und da muss halt in den 4 Jahren dann alles passen. Und wir finden das dann, ja, als Trainer denkt man so, okay, die haben es eigentlich auch mal verdient, mal wirklich im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen. Und das, vor allem, dass die Leute mal verstehen, was machen die da überhaupt? Skeleton. Die meisten Leute haben uns gefragt, was ist das überhaupt? Da müssen wir mal sagen, Kopf runter durch den Eiskanal. Ja. Und das war so das Hauptziel, dass gerade mal solche Athleten wirklich mal so ein bisschen mit dem Glanz der Fußballer, sag ich mal, die da wirklich immer in der Öffentlichkeit stehen, ins rechte Licht gerückt werden. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Jan? Wie ist das für dich gewesen? Ist der Martin gekommen und hat gesagt, du, wir haben dieses Projekt Focus on Sochi vor. Kannst du irgendwie unterstützen? Und dann hast du gesagt, ja, ich gehe mal mit zu Buschi TV und das ist es. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir hatten zuerst einmal die Idee, wie er schon gesagt hat, die gab es schon was länger, weil ich trainiere bei den Jungs von Focus on Performance und die haben, wie gesagt, auch andere Sportler. Und mich hat auch immer interessiert, wie bereitet sich so ein Wintersportler auf seine Wettkämpfe, die halt auch zeitlich begrenzt sind, nicht jede Woche, darauf vor, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt seine Top-Leistung abruft. Und da hatten wir halt, wie gesagt, das schon mal geplant, dass wir uns mal treffen. Und ja, dann irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, ey Junge, wir haben uns was überlegt, hast nicht Bock da mitzumachen als Projektpartner? Und habe ich gesagt, ja, super geil, Sportler für Sportler, das passt ja genau auch in die Denke von uns und deswegen war es ganz klar, ja, wenn ich helfen kann, mache ich das. Also Projektpate, du hast schon angesprochen, Per Mertesacker, Jan-Ingvar Karlsen-Bracker, ist das schwierig? Bei ihm, glaube ich, jetzt hört sich schon mal so an, nicht, weil er gleich gesagt hat, ich trainiere auch bei euch. Ist das schwierig, generell so Jungs dann als Paten zu finden, wo man sagen könnte, naja, du, die leben in ihrer Fußballwelt, was juckt die, was eine Rodlerin macht? Ich sag mal so, Jan und Per, das sind ja so Typen, die gucken wirklich über den Tellerrand raus drüber. Und da war es eigentlich nicht so schwer, weil die auch einfach gemerkt haben, wow, das Training mit den Jungs bringt mir was. Und wenn die auch andere Sportarten trainieren, ist es auch super spannend, mal zu gucken, wie gehen die daran. Vor allem jetzt bei so Rodelwettkämpfen oder Skeletwettkämpfen mental. Und da haben die auch einen Mehrwert drin gesehen. Und dementsprechend, wenn man das vernünftig kommuniziert und einen guten Draht zu den Jungs hat, dann war es jetzt in dem Fall gar nicht so schwierig, weil es einfach im Grunde genommen Sportler sind, ne? Und das Motto ist Sportler für Sportler. Und wenn man das sich so, sag ich mal, auf die Fahne geschrieben hat, dann ist es nicht so schwer, wie man denkt. Jan, kann man als Fußballer was lernen von denen, die viel weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber ja, wirklich manchmal für einen Wettkampf ein ganzes Jahr
oder manchmal wirklich, wie gerade schon angesprochen, 4 Jahre trainieren, weil sie eben so selten im Rampenlicht steht. Kann man von denen was lernen, wie die sich vorbereiten, wie die mental ticken? Kann man da als Fußballer was mitnehmen? Ja, absolut. Also gerade auch, ich durfte ja Tatjana Hüfner kennenlernen und sie hat ja wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und ja, wie gesagt, Olympia ist alle 4 Jahre und dann hast du nur diese 50 Sekunden, wo du voll konzentriert sein musst. Und wenn du da einen Fehler machst, bist du sofort raus, hast keine Medaillenchance mehr. Und klar haben wir dann auch darüber gesprochen und Tatjana ist ja wirklich mental sehr, sehr stark und dann habe ich auch einfach mal mitbekommen, dass sie wirklich jeden Tag Sachen visualisieren und eine Aufgabe war dann auch für Tatjana, sie soll sich die Bahn immer wieder vorstellen, sie durfte ja vorher nicht da sein, aber immer wieder durchgehen und dann kam einfach, ey krass, ich bin letzte Woche bin ich 5-mal zu Gold gefahren. So einfach diese Vorstellung, wie sie geht dann da ran und sagt nicht, die Kurve war schwer oder die war schwer, sondern dann hat sie einfach gesagt, ey, letzte Woche habe ich schon 5-mal Gold geholt. Und das war einfach so, ja, das machen wir im Fußball natürlich noch viel zu wenig. Da ist so, ja, wir spielen, nicht so viel nachdenken. Geht's raus und spielt's Fußball. Ja, 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 genau. Und gerade jetzt auch, wir mit Augsburg, FC Augsburg hatten ja im letzten Jahr auch eine wahnsinnige Drucksituation. Am letzten Spieltag ging es ja um alles, da war noch alles möglich. Und das war dann auch ja, mental sehr, sehr anstrengend. Ja, dieses halbe Jahr vor der Winterpause 9 Punkte, abgeschrieben, totgesagt. Und dann mussten wir die perfekte Rückrunde spielen. Und da habe ich mich halt dann mit dem Thema auch sehr viel beschäftigt und ja, viel gelernt für mich selber. Und dann natürlich war für mich wahnsinnig spannend, jetzt im Sommer mit der Tatjana darüber zu reden. Das ist ja eine spannende Geschichte. Auf der einen Seite physisches Training, also den Körper in Topform zu bringen. Und dann ist es ja lange Zeit zumindest im Fußball so gewesen, dass dieses Mentale über so ein bisschen hinten übergefallen ist. Finde ich erstmal spannend, dass man sich so auch damit auseinandersetzt als Fußballer. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle schon machen. Ich möchte aber bei Tatjana Hüfner noch bleiben. Ich meine, ein bisschen aktuell wollen wir auch sein. Jetzt hat die Silber geholt nach einer langen Verletzungsgeschichte. Sie hat schon alles gewonnen, was man im Rodelsport bei den Frauen abräumen kann. Sie war enttäuscht, sie war ein bisschen frustriert. Geißenberger war allerdings die überragende Frau beim Rodeln. Und dann gab es diese Kritik von Tatjana am Verband. Und ganz viele in Sportdeutschland haben direkt gesagt, die hat sie doch nicht alle. Was ist denn da bei den Rodlerinnen los? Unmöglich, die versaut der Geißenberger hier ihren Olympiasieg. Es ist hinterher gerade gerückt worden. Trotzdem habe ich immer wieder in Diskussionen in den letzten Tagen gemerkt, dass die Leute gesagt haben, boah, was für eine blöde Kuh. Gönnt die denn der anderen den Sieg nicht? Da muss man vielleicht auch ein bisschen gerade rücken. Es war nie, wirklich nie Kritik an der Kontrahentin. Ne? Es war wirklich am Fördersystem des Verbandes. Ne? Auf jeden Fall. Also das finde ich auch schade, dass Tatjana jetzt in so einem, sag ich mal, kritischen Licht da gesehen wird. Aber weil sie hat gib ihr mit auf den Weg von einem alten Hasen aus dem Journalismus. Eine Nacht drüber schlafen, gleiche Kritik in Richtung Verband, dann wirkt es nicht beleidigt. Ich glaube, das war ja der Punkt. Definitiv, ja, definitiv. Aber sie hat das ja versucht, auch den nächsten Morgen direkt klarzustellen. Und die Tatjana hat das ja auch, also in der Pressekonferenz hat man auch gesehen, dass die Nathalie Geißenberger auch verstanden hat, dass es nicht um ihre Person geht, sondern eher um andere Strukturen, wo man vielleicht einfach mal auch der Tatjana zuhören sollte. Es ist ein Projekt, wo man sich dann fragt, okay, jetzt läuft Sochi, jetzt ist Sochi dann auch bald irgendwann vorbei. Jetzt ist es so ein bisschen angeschoben worden, Kontakt zwischen Fußballern, die mehr in der Öffentlichkeit stehen und eben diesen, jetzt hätte ich fast Randsportlern gesagt, kann man während Olympischer Spiele eigentlich kaum sagen, aber viele empfinden das so. Wie geht das weiter? Weil irgendwann ist Sochi vorbei, dann ist Fokus on Sochi, dann musst du dich mit den Leuten auseinandersetzen, die da aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Wie geht das weiter? Es wäre ja schade, wenn so ein Ding jetzt dann verschwinden würde. Also geil wäre ja wirklich, wenn jetzt, ich sag mal, dieses Projekt, was wir da gemacht haben, das war mehr oder weniger ehrenamtlich von den Sportlern, also auch von uns. Da gab es einen Sponsor, die IQS-Gruppe, auch danke dafür. Durch die konnten wir wenigstens diese Seite überhaupt programmieren. Also da hat keiner sich so mehr oder weniger daran beteiligt von jetzt extern. Das haben wir alles selbst gestemmt. Und es wäre toll, wenn das mal ein Beispiel geben würde für andere, die sagen, hey, es gibt auch Rio, wir machen mal einen Fokus on Rio, wenden sich an die Jungs, Sportler sind da, Interesse ist da. Zum Beispiel die Miri Welt hat ja auch in so einem kleinen Video mitgemacht, das ist unsere Bahnrad-Olympiasiegerin. Ja, und warum soll man nicht auch mal die so ein bisschen ins rechte Licht rücken, sage ich mal. Wie schwierig ist es da, Sponsoren ins Boot zu holen? Weil die Idee ist ja geil. Die Idee ist ja geil. Und alle werden auch sagen, boah, super, da bin ich dabei. Ich kenne das selbst auch aus eigener Erfahrung. Wenn man es dann wirklich umsetzen will, kann es eventuell ein bisschen schwierig werden. Was können wir tun? Also ich bin ja durchaus bereit, da mitzumachen. Wir haben ja in den nächsten Folgen von Buschi TV auch noch ein paar Irrsinnige hier zu Gast. Ja, wo es bei dem Thema bleibt. Ich sage nur Stichwort Mountainbiking. Ja? Oder auch, ich nenne das immer Extremskifahren. Auch dazu werden wir noch was machen. Aber was müssen wir tun, was können wir tun, um das Ding richtig ins Laufen zu kriegen?
Boah, das ist schwierig gesagt. So, also ich fände es einfach toll, wenn Leute den Sinn dahinter erkennen, dass es wirklich um diesen Sportler-für-Sportler-Gedanken geht, dass wirklich ein Austausch geschaffen wird und dass man etwas für den Sport tut. Und wenn da irgendwelche Leute bereit sind und sagen, hey, wir finden das spannend und wir sehen da auch für uns Möglichkeiten, dass wir uns da irgendwie im Sport positionieren können, dann können die sich gerne an uns wenden. Aber ich habe das selbst gesehen, wie du schon sagtest, ne, da wird immer viel erzählt. Und wenn es dann darum geht, dass einer auch mal ein bisschen was dazu beitragen kann, dass man mal ein Filmchen drehen kann oder sowas, dann sind die alle mal schnell verschwunden. So. Deswegen, also die IQS-Gruppe, das sind Helden. Ja. Ja, vielleicht für alle potenziellen Sponsoren, das ist wirklich ein Projekt. Und ich werde da auch ein bisschen Auge drauf halten, dass da was weitergeht. Sorgen, die ihr im Fußball, Jan, in der Form nicht kennt, da stehen die Sponsoren Schlange. Deshalb finde ich es umso außergewöhnlicher, dass man da ein Auge drauf hat, dass man über den Tellerrand hinaus guckt. Könntest du dir vorstellen, auch perspektivisch da wirklich weiter mitzumachen als Pate gemeinsam mit Mertesacker, den einen oder anderen kriegen wir vielleicht noch dazu, da weiter parat zu stehen? Ja, absolut. Also das steht ja außer Frage. Also das hat so viel Spaß gemacht. Auch mache ich jetzt Tatjana Hüfner, Bene Meyer und Frank Rommel persönlich kennenzulernen. Mhm. Ja, das hat man dann auch hinterher, kriegt eine SMS von denen nach den Spielen und einfach der Kontakt ist da. Und ja, wenn man da jetzt auch andere Sportler kennenlernen kann, ja, Weltklasse, damit noch hilft, umso besser. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch jemand wie Dirk Nowitzki, selbst ein Weltstar, dass der auch immer ein bisschen Auge drauf hat, was ist mit den Athleten, die nicht so im Fokus steht. Ich würde dich zur Tatjana auch ganz kurz noch befragen, weil du gesagt hast, du hast sie auch persönlich kennengelernt. Wenn wir mal den Vergleich anstellen, ihr ist das jetzt passiert, ich behaupte einfach mal, wie ich so bin, ich behaupte immer einfach mal, dass das auch ein bisschen Unerfahrenheit im Umgang mit den Medien ist. Das ist ja bei euch eigentlich anders. Kann dir sowas nicht passieren, weil du schon 23 Mal klinisch gereinigt bist durch euren Pressesprecher, durch die Medienabteilung, die immer sagen, pass bloß auf, was du unmittelbar nach dem Spiel sagst? Ja, nach dem Spiel ist natürlich gerade eine heikle Situation, weil man da meistens noch nicht so klar denken kann. Deswegen hat man da gewisse Routinen sich angeeignet. Ich bin jetzt 10 Jahre Profi und ehrlich gesagt, die Fragen sind auch immer wieder dieselben und deswegen... Ja, aber was will der Reporter auch nach dem Spiel direkt fragen? Ich meine, sollte ich nach deiner Familiengeschichte fragen? Ja. Schwierig. Ja? Hast du auch keinen Bock drauf nach dem Spiel? Klar, das ist halt absolut schwierig. Und ja, da sind wir jetzt, oder wie gesagt, 10 Jahre, da bin ich natürlich jetzt gewisserweise trainiert, sag ich mal, und habe da meine Abläufe. Versuche natürlich immer so authentisch wie möglich zu sein, ist logisch, aber es gibt natürlich Grundregeln, die wir haben. Niemals über einen anderen Mitspieler reden oder nie über einen Trainer. Und wir haben immer zusammen gewonnen und verloren, ist ja ganz klar. Ja, und man hat ja auch schon irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man irgendwie ein bisschen zu offen war, dann wird man schnell angreifbar und kann dann am nächsten Tag die Schlagzeile lesen, die man eigentlich nicht haben wollte. Von daher, daraus lernt man natürlich dann auch und ist ein bisschen gebrandmarkt, aber im Endeffekt, ja, Positives kann man immer erzählen. Wenn es dann halt nicht so gut läuft, dann ist man halt eher ein bisschen vorsichtiger. Da werde ich noch ein bisschen in die Tiefe gehen demnächst. Wir haben dich in einer weiteren Buschi-TV-Folge zu Gast. Dann nehme ich dich dermaßen auseinander, was Interview betrifft. Hast du noch nie erlebt? Nein, überhaupt keine Frage, aber es ist ein spannendes Thema. Werden wir da noch vertiefen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall hier am Ball bleiben. Schon mit den. Da habe ich auch direkt noch eine Sache. Das Ach, da geht's schon wieder los. Ja, genau, da geht's nämlich los. Der Frank Rommel zum Beispiel, das wäre doch mal so ein Anliegen, weil das ist auch so ein Typ, der kommt immer so ein bisschen kurz, aber der hat riesig viel für den Skeletonsport getan. Zum Beispiel dieser einarmige Start. Hört er jetzt eigentlich auf nach den Olympischen? Das wird sich in den nächsten Wochen, denke ich mal, entscheiden. Vielleicht wäre das auch mal ein Thema, den mal hier einzuladen, weil der zum Beispiel den Start verändert. Der hat jahrelang die Fahrlinien vorgegeben. Das ist das, was kein Mensch weiß. Alle sehen jetzt nur, oh, der Rommel 11. Platz gemacht. Ja, das wird auch seine Gründe haben, warum er den gemacht hat. Ne, ist halt Sport, kann passieren, aber der hat so viel für den Sport getan. Und das ist schon der in den letzten 10 Jahren erfolgreichste Skeletoni gewesen. Und das wäre mal toll, dass man auch mal so einem eine kleine Plattform gibt, mit einem coolen Typen wie dem mal eine Runde quatscht. Und dann sehen die mal, hey, das ist überhaupt Skeleton, das ist Frank Rommel. Hat er gerade gesagt, cooler Typ? Ja klar, ich muss auch ein bisschen. Sag das mal Stefan Kretschmer, der beschimpft mich immer aufs Echt? Übelste. Ja, kann ich gar nicht verstehen. Nicht für cool. gib die Einladung weiter. Soll gerne mal kommen, soll dann auch ein paar Bilder mitbringen, das ein bisschen den Skeleton-Sport näher bringt. Erste Wahnsinnige werden ja jetzt fordern, ich soll mal so eine Eisbahn runterfahren. Also das kann ich nur in Wokschüsseln. Das Witzige ist, Skeleton, das ist nicht so gefährlich wie zum Beispiel Rodeln, weil der Schwerpunkt ist ja etwas tiefer. Also Angst habe ich sowieso. Wer in der Also dann komm, dann fährst du mit dem Frank Rommel und der Mario und Tees mal eine Runde Skeleton. Machen wir in Winterberg mal Werbung bis für die Bob und Skeleton WM 2015. Und du kommst im Oktober, November runter und dann Rock'n'Roll. Das Schlimme ist, ich fürchte, die Leute wollen das wirklich sehen. Ja klar wollen die das sehen. Ach du, ich musste jetzt gerade die WOC-WM absagen, weil ich andere Verpflichtungen habe, aber... Also ey, du hast mir gerade noch gesagt, du bist Sportwissenschaftler sogar, weißt du was? Das muss ich jetzt durchziehen. Ja.
Entschuldigung nochmal beim Professor an der Sporthochschule in Köln, dass ich die Diplomarbeit nie fertig geschrieben habe, aber andere Verpflichtungen waren wichtiger. Weißt du was, dann machen wir das. Dann machen wir das im Oktober, November. Also ich meine ganz ehrlich, wer in der Vox-Schüssel in Oberhof gefährlicher als. Ja, dann gehen wir das mal an. Dann kommt nicht der Rommel zu mir, sondern ich komme zum Rommel. Ja. Gute Nacht, Marie. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verwandten und Bekannten entschuldigen für das, was ich hier wieder veranstaltet habe. Da bedanke ich mich bei euch. Drück weiter die Daumen, werde das weiter verfolgen. Und die nächsten Tage und Wochen hier bei Bushi TV stehen ganz im Zeichen von Focus on Sochi. Und ich freue mich schon auf den Mountainbiker. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Danke euch. Danke. Der uriniert Eiswürfel! Da 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 da